Ich bin's wieder und willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute mal die Memberboxen von Swedish Fall. Da habe ich mich letztens angemeldet, dann kommt man durch so eine Umfrage und da muss man ankreuzen, was einem gefällt, welche Farbrichtung, welcher Stil und so. Das habe ich halt gemacht und dann kriegt man, wenn du dich da anmeldest, kriegt man alle 3 Monate so eine Box zugeschickt, diese hier. Mit neuen Produkten. Auf jeden Fall habe ich das mal ausprobiert, diese Memberboxen, und habe mir so eine Box bestellt. Also ich habe mir jetzt 4 Sachen selber ausgesucht, die ich gerne wollte. Und 2 Sachen werden dann quasi auf dich abgestimmt mitgeschickt. Deswegen, ich habe die gerade schon mal aufgemacht. Ich habe noch nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Und wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein, was sie mir so geschickt haben. Erstmal ein bisschen Papier hier drin. Eine graue Hose. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich die bei meiner Umfrage angeklickt habe oder so eine ähnliche. Auf jeden Fall eine graue Hose. Die hat hier unten, sehe ich gerade, so Applikationen auch, wie ich auch schon mal euch vorgestellt habe von meinen Sportleggings. Aber ich muss sagen, die Qualität sieht echt mega gut aus. Da ist nicht ein Faden, der rausguckt oder so. Also habe ich schon andere Sportsachen erlebt. Warte, wie heißt die denn? Das ist die Elevate Grip Tight. Farbe Steel Grey. In M habe ich das. Also ich habe Hosen in M bestellt jetzt und Oberteile in S. Das musste man auch angeben bei dieser Umfrage. Ja, so sieht die aus. Hier ist das Zeichen von Swedish Fall auch drauf. Hier vorne. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Gucken wir mal weiter. Ich lege die erstmal zur Seite. Ich sehe nämlich direkt, dazu gibt es auch noch ein Oberteil. Das passende Oberteil dazu, also Sport-BH, ich weiß nicht, ob man das, vielleicht kann man es auch nur so als Oberteil benutzen. Hier hinten hat das so ein Crossover quasi, mit 2 Trägern, die vorne dann zu einem werden. Ich zeig's euch einfach gleich mal angezogen. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal ein Outfit in Grau. Finde ich ganz cool. Hier sehe ich noch was. Die habe ich mir gewünscht. Eine Jogginghose, weil ich bin immer zu faul, mir Jogginghosen zu kaufen. Und ich fand die Jogginghosen von denen sahen echt cool aus. Das ist einfach nur eine ganz normale schwarze Jogginghose. Und die hat hier so an der Seite das Swedish Fall Zeichen quasi. Und es ist auch nicht nur drauf genäht oder so, sondern das ist richtig drauf gedruckt. Also das fühlt sich an wie so Gummi. Ich finde, das sieht echt hochwertig aus, muss man sagen. Finde ich geil. Und dieser Bund ist auch relativ hoch. Deswegen, das habe ich mir gedacht, das quetscht bestimmt gut den Bauch weg. Ja, finde ich ganz nice. Mal gucken, was ich noch so gekriegt habe. Oh, das Oberteil dazu, das habe ich natürlich auch bestellt. Das habe ich mir auch gewünscht. Ist hier auch an der Seite wieder an dem Arm einfach dieses Zeichen und dann ein ganz normaler schwarzer Hoodie. In Crop aber auch, also weil die anderen, die sind ja auch alle Highways, die Hosen. So, und hier haben wir noch ein grünes Outfit jetzt drin. Hier ist erstmal der Sport-BH. Den habe ich mir jetzt zum Beispiel nicht ausgesucht, glaube ich. Das haben die mir reingepackt. Dieses hier. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Finde ich auch ganz cool, dass das hier so durchsichtig ist. Aber den, glaube ich, würde ich jetzt nicht einfach nur so anziehen, ohne was drüber zu ziehen. Der andere ist ein bisschen länger. Deswegen, glaube ich, den könnte man auch als Sportoberteil ganz normal anziehen. Der ist mir jetzt vielleicht ein bisschen freizügig hier noch. Mal gucken gleich, wenn ich es anhabe, mal gucken. Und dazu natürlich auch eine Hose. Hier vorne ist auch wieder dieses Swedish Fall Zeichen. Die sehen echt gut verarbeitet aus. Also ich habe gar nicht gesagt, wie die Sachen heißen. Ich schreibe es euch da unten einfach hin. Das hier ist die Elevate Airtight in Matcha. Ja. Und die hat hier noch so durchsichtige Teile, wie man auch immer das nennt. Hier so an der Seite. Ja, ich würde sagen, ich ziehe die mal an. Ich bin ganz gespannt, wie die sitzen und wie die überhaupt sind. Also Leute. Ich habe mich jetzt gerade nochmal umgezogen in das erste Outfit. Ich muss sagen, das Oberteil finde ich echt ziemlich geil
auch mit diesem kleinen Zeichen hier. Ich finde, das sieht irgendwie echt sportlich aus und so. Und auch von hinten sieht es mega aus, finde ich. Dafür aber die Sportleggings. Also, ich muss sagen, hier an den Waden ist mir die ein bisschen zu eng. Ich habe aber auch relativ dicke Waden, würde ich mal sagen. Und dafür ist es hier oben aber ziemlich weit. Und die fühlen sich auch echt cool an. Also, die sind mega gemütlich. Aber ich liebe ja sowieso Sportoutfits. Ich, ne? Da kann ich drin leben eigentlich. Was mich auch noch ein bisschen stört, ist, dass die ein bisschen kurz sind. Seht ihr meine Füße? Die sind so... Also es können schon so 2-3 cm länger sein. Ich probiere die anderen jetzt erstmal an. Und mal gucken, wie die anderen sitzen. So Leute, zweites Outfit. Ich muss sagen, ich finde das Oberteil wieder übelst geil. Also gefällt mir mega. Auch dieses mit dem Durchsichtigen irgendwie. Ich würde da jetzt was drüber ziehen wahrscheinlich, aber finde ich richtig geil. Von hinten ist nicht so besonders, aber auch geil. Die Hose ist wieder so, naja, weil hier oben ist sie immer so locker, also hier irgendwie. Und hier unten dafür ist sie umso strammer. Diese Nähte, die hier sind, ich komme ein bisschen näher. Diese Nähte, die sind ultra eng. Ansonsten finde ich das eigentlich ziemlich nice. Die Hose ist auch mega gemütlich, werde ich auch safe behalten. Ich finde, es ist auch nicht schlimm, dass es da unten so ein bisschen enger ist. Und die sind aber wieder ein bisschen kürzer. Weil, also so 2-3 cm länger könnten die irgendwie sein. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so groß, also ich bin 1,72 oder so, würde ich sagen. Und dafür, das ist so eine normale Größe. Ich finde, da sollten Hosen schon passen. Also vor allen Dingen Sporthosen irgendwie. Und deswegen, ich weiß auch. Bisschen kurz, aber werde ich sonst auf jeden Fall behalten. Und was ich auch noch richtig cool finde, hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, an meinem Fuß steht Swedish Fall noch dran. Und ich finde, das sieht irgendwie voll, also sieht voll hochwertig aus, als wenn die Hosen sehr teuer waren. Sind sie aber gar nicht so. Ich, fürs Training finde ich die Sachen ziemlich cool, so fürs Fitnessstudio oder so. Oder ob man die zu Hause trainiert. Und hier oben ist auch noch so ein Gummiband drin, so ein Stück hier davon. Das könnte man theoretisch auch noch so umdrehen, also das ist beweglich da drin. Und das macht das eigentlich, dass es hier echt gut hält und auf jeden Fall rutscht die nicht. Und ein mega großer Pluspunkt ist, die sind nicht durchsichtig, aber null so durchsichtig. Also ich habe hier drunter jetzt eine dunkelblaue Unterhose und die sieht man null. Also auch nicht, wenn man Squats macht und alles. Es ist heftig undurchsichtig. Also finde ich, das finde ich richtig geil. So, zum Sport machen sind die Sachen echt cool. Obwohl ich die Grauhose sehr so betont finde. Die Farbe an sich ist es, glaube ich. So für Zellulite und irgendwelche Falten. Und ja, jetzt ziehe ich mal das nächste an. So Leute, drittes Outfit. Das wird, glaube ich, mein Lieblings-Chill-Outfit. Die Hose ist ultra bequem. Macht eine gute Figur. Drückt das hier weg. Man sieht nicht dick aus. Ich finde das richtig cool mit den Applikationen hier. Und mega nice. Und so welche Pullis, die habe ich mir schon mal bestellt, die so crop sind und die ich dann zum Sport noch anziehen kann. Aber die meisten sind so unbequem. Die sind so unbequem immer. Aber dieses hier, dieser finde ich echt geil. Der ist ultra richtig bequem. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Ärmel... Also ich mag es lieber, wenn die so ein bisschen länger sind auch. Weil diese Hose ist jetzt also normal lang und ich trage die ja high-waisted, also so muss die, glaube ich, sitzen. Und finde ich echt geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Das werde ich safe behalten, das werde ich auch nur tragen, glaube ich, dieses Outfit. Das lasse ich jetzt direkt mal an, weil ich komme nämlich gerade vom Sport. Und jetzt kann ich chillen. In diesem Outfit hier. Ja, finde ich echt geil. Auch die Kapuze irgendwie, die ist sehr leicht so, die ist nicht zu schwer, die ist mega dünn. Finde ich richtig cool und hier kann man das auch noch zuschnüren, wenn man wollen würde. Hier, ich zeige es euch mal. So, und man kann hier auch eine Schleife reinmachen oder so. Ich glaube, ich finde es am coolsten, wenn es alles offen ist. Ja, also Fazit, ich finde die Sachen ziemlich geil. Die Hosen an sich finde ich etwas kurz und oben hier so, in diesem Bereich zu locker. Also diese hier finde ich jetzt nicht. Das ist halt eine Jogginghose, die muss so sitzen, ne?
Aber ich glaube, das ist ganz normal. Und dieses hier finde ich zu kurz. Sonst finde ich die echt, die sind mega hochwertig gemacht. Ultra gemütlich. Ich werde mir auf jeden Fall, meine nächste Memberbox kommt, denke ich mal, bald. Also man kriegt die dann alle 3 Monate. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon so richtig erklärt habe. Wenn man ein Member-Mitglied quasi ist, dann durchläuft man so eine Umfrage, welche Größen, welcher Stil euch gefällt und so. Und dann dürft ihr euch 4 Sachen aussuchen und 2 Sachen werden halt aus dieser Umfrage erstellt, die euch zugeschickt werden. Also 6 Sachen kriegt ihr immer zugeschickt. Alle 3 Monate halt. Und wenn euch die Sachen nicht gefallen, dann könnt ihr die kostenlos alle zurückschicken. Oder ihr behaltet die halt und dann müsst ihr die bezahlen. So, das läuft eigentlich so. Das finde ich auch echt ganz cool. Achso, wenn ihr keinen Bock mehr, also wenn ihr diesen Monat irgendwie schon direkt sagt, boah, diesen Monat gar kein Geld für eine Memberbox, kann mir eh nichts leisten diesen Monat, könnt ihr die auch pausieren. Also dann kriegt ihr die erst quasi in 6 Monaten wieder. Und ja, so läuft das ab mit den Memberboxen. Und das war halt meine erste jetzt. Und ich denke, in 3 Monaten kommt die nächste. Freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass sie dann ein paar geile neue Teile auch haben. Und euch hat das was gebracht, was diese Memberboxen überhaupt sind, weil ich kannte die vorher zum Beispiel gar nicht. Genau. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!